Tatendrang. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der tugenden Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Tatendrang. Das ist eine wunderbare Tugend und Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die jeder Mensch hat. Zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichem Maße. Aber Mensch ist etwas, was etwas tun will. Schon Säuglinge, insbesondere Babys, wollen etwas tun. Sie haben einen gewissen Tatendrang. Sie bewegen die Arme und die Beine und krallen etwas und werfen es hin und lächeln und machen Kommunikation. Und wenn sie irgendetwas bewegen können, freuen sie sich. Mensch hat Tatendrang. Manche haben es etwas intensiver, manche haben es weniger. Tatendrang ist also etwas Gutes. Wichtig ist, dass man diesen Tatendrang auch irgendwo kultiviert und kanalisiert. Ein Tatendrang, der in eine Richtung geht, die eine Sackgasse ist, da kommst du nicht weiter, musst du nachher wieder raus. Tatendrang ist etwas, wo du auch schauen kannst, in welche Richtung und wohin und wozu. Und so braucht auch Tatendrang eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Umsicht, eine gewisse Systematik, eine gewisse Ordnung. Und dann kann der Tatendrang in eine gute Richtung gehen. Das ist auch wichtig, dass du das verstehst, auch im Umgang zum Beispiel mit anderen Menschen. Menschen sind selten von Natur aus faul. Vielleicht gibt es wenige Ausnahmen. Und wenn du jetzt denkst, der Sukadev hat keine Ahnung, ich bin umgeben von faulen Menschen, dann eventuell bremst du oder jemand anders die anderen Menschen. Mensch hat von Natur aus Tatendrang. Mensch will tätig sein. Mensch will etwas tun. Mensch will etwas bewirken. Du kannst jetzt sagen, aber ich will jetzt momentan gar nichts bewirken. Ich bin einfach nur müde. Ich will mich ausruhen. Ja, es gibt Phasen, da muss man sich ausruhen. Ja, es gibt Phasen, da muss man sich regenerieren. Letztlich ist Weltrhythmus. Leben ist Rhythmus. Auf Tag folgt Nacht, auf Nacht folgt Tag. Auf Sommer folgt Winter, auf Winter folgt Sommer. Und so ähnlich. Ja, musst dich manchmal regenerieren und dann hast du wieder neuen Tatendrang. Das ist übrigens auch, weshalb Yoga so gut ist. Wenn du dir jeden Tag eine halbe oder eine Stunde nimmst für Yoga und Meditation oder vielleicht sogar mehr, dann hast du immer eine Zeit der Ruhe und du bekommst neues Prana, neue Energie. Und wenn du neues Prana, neue Energie hast, dann geht das auch mit dem Tatendrang sehr viel leichter. In diesem Sinne, wenn du mal weniger Tatendrang spürst, dann überlege, was kann ich tun, um mehr Energie zu haben. Oder du kannst auch manchmal überlegen, was müsste ich tun, um wieder mehr Freude zu haben. Was müsste geschehen, dass ich mit mehr Intensität etwas tun kann? Wie kann ich meinen Tatendrang wieder fließen lassen? Du hast Tatendrang, deine Mitmenschen haben Tatendrang. Es gilt, diesen Tatendrang fließen zu lassen und in die richtige Richtung fließen zu lassen. Natürlich, wie alle Tugenden, hat auch Tatendrang seine Grenzen. Wenn Tatendrang in Hektik und Aktivismus mündet, und vielleicht noch dazu blinden Aktivismus, dann bringt es nichts, es kann nur alle möglichen Schwierigkeiten erzeugen. Tatendrang muss verbunden werden mit Umsicht, muss verbunden werden auch mit Mitgefühl und braucht als Gegenpol auch immer wieder Entspannung, Gelassenheit, Ruhe, Muße. Ja, das war ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Mein Name ist Sukadev Bretz, Autor, Sprecher und Kameramann dieser Reihe Tugenden von www.yoga-vidya.de.